hier. Was steht da drauf? Ich soll das anziehen. Rosa war leider ausverkauft. Was steht da drauf? Oh, 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 oh. Das hast du eingefilmt, oder? Nein, ich hab nichts eingefilmt. Also das würde ich an der Stelle mal anziehen. Also ein bisschen Wasserleitung noch. Also, das ist sehr schön. Also es gibt wirklich viele Wetten, die verloren werden können, aber so schlimm kann das nicht sein. Der Preis kann nicht sein. Okay, ich meine, es ist ein unglaublicher Insider. Es gibt also wirklich Leute, die haben nicht nur geschafft, um 10 Uhr für dieses Konzert ein Ticket zu kaufen, sondern auch für eins, was, glaube ich, vor 3-4 Tagen war oder so. Und irgendwas habe ich gesagt mit, ich ziehe irgendwann mal ein T-Shirt mit deinem Gesicht an oder so. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt, ach, okay, ja, ich erinnere mich wieder. Ja. Ach, du hast es schon vergessen? Ja, ich hab Scheiße, schon... Idiot! Nein! Die andere Frage, aber wo ist das Foto entstanden? Das möchte ich auch gerne wissen. Das muss irgendwo Urlaub gewesen sein. Und die Form, okay, diese Schrift hat, das ist so Disney, weißt du? Der hat ja so ein Comic-Heft raus. Ich glaube, das trage ich mal zum Schlafen. Und eigene Schuld, wir legen uns manchmal auf den Kopf und fragen, das ist euch noch nicht bewusst, aber das passiert auch. Darauf ein Schluckchen Tonne. Also Moment mal, du willst das jetzt ernsthaft nicht anziehen? Willst du mich verarschen? Nein. Ich kann das 100% nicht beim nächsten Song fragen, sonst könnt ihr mich alle nie wieder ernst nehmen. Okay, dann fang mal an und ich biete dir einen Deal an. Ich bin da drauf, ich möchte nicht, dass du das. Mein Freund. Mein guter Freund, ey, vergiss mal nicht, in welchem Stadtteil wir hier sind, Alter. Ist okay. Die Pauli Hunds haben gerade angerufen, die packen nicht Backstage auf. Okay, bis gleich. Zum ersten Mal Ausschreitung. Das wird ein sehr langes Konzert für dich, Jakob. Warte, vor wie vielen Jahren ist der Sponsor eigentlich abgesprungen, als das mit der zweiten Liga klar war? Nein. Ihr könnt nicht mit HSV sympathisieren, nicht nach den Jahren, wirklich. Heikles Thema. Weißt du, egal, Stadt. Ja, ich bin hier in St. Pauli, wieso? Kannst du nicht das T-Shirt anziehen und einen Song schreiben, ich zieh dir dein Gesicht an? Also, für mich ist so ein bisschen so ein Hannibal Lecter-Moment gerade. Wow, okay, gut. Wie kommen wir jetzt darüber? Wirklich, das schaffst du niemals. Komm nochmal rein. Ist schwierig. Komm nochmal rein. Kann man nochmal Licht anmachen? Ich komm nochmal rein. Aber Licht ausgucken. Licht ausgucken. Wie wenn du zufällig jemand von euch schon mal eine Fernbeziehung? Keiner? Wahnsinn, doch du? Wie war ich so? Hamburg, Köln? Gibt's nicht, ich auch. Warst du das? Ich hatte 4 Jahre eine Beziehung Hamburg-Köln und es ist sehr schwierig, Kölner Mädels da aus ihrer Stadt wegzulocken. Gott sei Dank hat sie sich irgendwann doch für die schönste Stadt Deutschlands entschieden. Es hat fast 10 Jahre gedauert, bis ich darüber einen Song geschrieben habe. Das ist jetzt passiert und der heißt Liebe auf Distanz. Klingt folgendermaßen.